Jedes Jahr zu Halloween erscheinen ja immer neue Halloween-Horrorfilme. Und dabei meine ich gar nicht das berühmte Franchise rund um Michael Myers als Killer, der in Haddonfield im Vorfeld zu Halloween und auch an Halloween seiner Schwester Laurie Strode, gespielt von Jamie Lee Curtis, hinterherjagt und dabei jede Menge Leute niedermetzelt. Nein, ich meine eigentlich die Filme, die Jahr für Jahr auch auch produziert werden, um so ein paar Zuschauer abzugreifen. direkt to DVD, direkt to Blu-ray und da hat es auch schon Tradition auf meinem Kanal zum Hot Oktober, da immer wieder einen dieser Filme vorzustellen Jahr für Jahr. Ich hatte euch bereits präsentiert gehabt The Night Before Halloween war ein cooler Streifen Home Invasion Slasher, kann man da sagen, wo es um eine junge Frau geht, die einen Unfall hatte, dadurch erblindet ist, ihre Mutter ist dabei gestorben, der Vater kümmert äh, sich äh, seitdem um sie und in der Nacht äh, zu Halloween hat er mal ein Date, möchte das gar nicht wahrnehmen, aber seine Tochter drängt ihn dazu, hier endlich mal auch für sich etwas zu tun und wieder äh, sein Leben in die Spur zu bekommen, selbst auch mal glücklich zu werden und ein bisschen Freude zu haben. So ähm, geht äh, der Vater dann in der Nacht zu Halloween aus, also zum Halloween die Nacht vor Halloween und lässt seine Tochter alleine hier zurück. Natürlich passiert genau das, was man äh, die ganze Zeit befürchtet hat. Just in der Nacht steigt ein Einbrecher ein und möchte hier der jungen Frau an die Wäsche. War ein cooler Streifen kann man sich durchaus mal angucken, ist jetzt auch nicht so mega günstig produziert gewesen, hat auf jeden Fall seine Momente gehabt und auch seine spannenden Momente. Dann hatten wir noch Tales of Halloween hier. Das ist so ein Episodenfilm, den habe ich euch auch, wie gesagt, schon auf meinem Kanal hier vorgestellt. Ich bin kein großer Freund von so Episodenfilmen, aber da gibt es dann doch immer mal wieder so ein paar kleine kurzweilige knackige wie Kurzgeschichten in einem Buch und da können so zwei drei auf jeden Fall hier überzeugen nicht alle aber ein paar und den kann man sich dann auch ruhig mal mit ein paar Freunden angucken im letzten Jahr habe ich euch dann Halloween Haunt vorgestellt den gab es ja ein Jahr zuvor glaube ich schon bei Amazon Prime im Angebot also ähm, im Abo besser gesagt hier für alle Amazon Prime Kunden Konnte man sich den Film angucken und im Zuge meiner Last Halloween-Reihe, wo ja jedes Halloween eine neue Episode erscheint, wo ich in Form eines Vlogs euch von meinem letzten Halloween-Fest berichte, da habe ich da auch mal äh, diese Review zum Film äh, verfasst. Da ging es um ein paar Jugendliche, die in so einem Horrorhaus ihren Spaß haben möchten oder zu Halloween eben. Ähm, ist wie eine Geisterbahn, die man begehen kann. Nur leider Gottes befinden sich diesmal hier ein paar echte Killer da drin und äh, schlitzen da einen nach den anderen auf. War eigentlich auch ganz okay. Und für dieses Jahr habe ich mir natürlich wieder einen Film besorgt. Besser gesagt, mein Außendienstmitarbeiter, Grüße gehen raus. Der hat mir bei einer der letzten Rotstiftaktionen vom Saturn einen Film, eine Blu-ray für zwei. Euro mitgebracht und die Rede ist dieses Jahr von On Halloween, die Nacht des Horrorclowns, also perfekt äh, zum Start von Halloween Ends. Jetzt hier haben wir On Halloween, passt äh, zur Stimmung und passt auch zu den ganzen Clowns. Wir hatten schon The Clown auf meinem Kanal. Wir hatten natürlich Pennywise von S, also von Stephen King, äh, Stephen Kings Geschichte S. Dann hatten wir zuletzt noch Art den Clown im Arthaus, Horrorstreifen, äh, Terrifier 2, wo es immer noch lachen. Und jetzt haben wir eben. Eben hier einen weiteren Horror Clown in On. Halloween, einem australischen Film aus dem Jahre 2020, der sollte so die Zeit auch ein bisschen überbrücken zwischen Halloween Kills und Halloween Ends. Es gab ja äh, dann eine Zeit lang keine neuen Filme in den Kinos und deswegen war das ganz gut, dass auch so ein Streifen mal entstanden ist. Aber bevor wir zu meiner Kritik kommen, natürlich noch ganz kurz, worum geht es eigentlich in On Halloween? Seit einigen Jahren verschwinden in Los Angeles in der Zeit um Halloween immer wieder Menschen spurlos. Zeugen geben an, zur gleichen Zeit einen seltsam düster maskierten Clown, der sich selbst Boo nennt, gesehen zu haben. Schnell entsteht das Gerücht, dass Boo die Menschen entführt, ihr Blut trinkt, von ihrem Fleisch isst und sie heidnischen Ritualen opfert. Die aufstrebende schwangere Journalistin Jordan Madden verfolgt eine heiße Spur, die Jahrzehnte zurückreicht. Schon in den frühen 1980er Jahren verschwanden im Century Park immer wieder Menschen spurlos. Damals gingen die Behörden von einem Serienmörder aus, der aber nie gefasst werden konnte. Zu spät erkennt Jordan, dass hinter all dem etwas viel Größeres steckt und sie sich selbst in tödliche Gefahr begeben hat. Die Inhaltsangabe klingt jetzt mal gar nicht so schlecht. Guckt man auf das Cover drauf, ja, dann denkt man, das wird auf jeden Fall schon nicht mal mehr ein B-Movie, sondern eher mal ein C-Movie werden. Passt ja auch, C wie Clown. <laughs> Welch schlechter Wortwitz. Und wirft man die Disc in den Player rein, dann erkennt man gleich, jep, das ist definitiv ein C-Movie. Die anderen vorhin vorgestellten, Filme, das sind schon äh, zwar B-Movies, aber haben schon so ein bisschen Cinematic Look und gucken nicht ganz so billig aus wie eben hier on Halloween. Hier haben wir wirklich so einen übelst billigen TV-Look, also sieht aus wie aus einer günstig produzierten TV-Serie aus den 1990er Jahren, so gute Zeiten, schlechte Zeiten, möchte ich mal sagen. Wir haben außerdem auch wieder so ein absolut mieses color grading, wo man versucht, diesen billig Look etwas zu kaschieren. Und für meinen Geschmack macht man es damit meistens immer nur schlimmer. Und genauso verhält es sich auch in dem Fall von On Halloween. Wir haben eine absolut miese Synchro. Also man kann hier schon nicht mal mehr von einer Porno-Synchro reden. Da lohnt es sich definitiv mal in den O-Ton zu schalten. Da klingt das Ganze wesentlich besser von den Personen, von den Charakteren her, aber auch von den Umgebungsgeräuschen und auch wie alles andere abgemischt ist. Das klingt einfach viel druckvoller und viel intensiver, wenn hier irgendwelche Schüsse fallen oder man ein paar so Horrorelemente und Geräusche mit einbaut. Das hat mir gut gefallen. Auch die Stimme vom Clown klingt wesentlich furchteinflößender als im deutschen Originalton. Da klingt das Ganze eher echt äh, lächerlich. Im englischen Originalton hat das schon richtig was und da spricht ja auch viel mehr in Reimen als in der deutschen Synchronisation. Ich habe keine Ahnung, ob dem da nichts eingefallen ist. Wobei es ja tausend Seiten gibt, how to rhyme. Da tippst du was ein und Haus Maus-Klaus aus ähm, sollte eigentlich jeder hinbekommen. Haben sie aber in dem Film nicht und spricht natürlich hier schon für die Qualität, die einem erwartet. Ich muss sagen der film hat aber auch seine durchaus guten momente neben all den ganzen ähm, lächerlichkeiten zum einen wie gesagt der clown der ist jetzt hier nicht zu überzeichnet und nicht zu äh, drüber wie in manch anderen ähm, filmen das hat mir gut gefallen mit dem O-Ton, wie gesagt, klingt ja richtig gut, auch mit den Reimen äh, passt es. Äh, dann haben wir eben vom Ton her die äh, Geräusche und alles im O-Ton auch wesentlich äh, besser. Natürlich hat der Film ein paar Längen und ein paar saublöde Dialoge, aber wir haben hier ja einen Horrorfilm und da warten wir dann immer darauf, dass auch mal was passiert, was Blutiges passiert. Und da gibt es dann doch einige Schauwerte hier zu sehen. Überraschend muss ich sagen, kam hier nicht nur billigstes CGI zum Einsatz sondern es gibt durchaus ein paar handgemachte Effekte wenn zum Beispiel eine Kehle aufgeschlitzt wird oder jemand mit so einer Nagelpistole niedergeschossen wird, das Ganze im Körper reingeht, das sah richtig gut aus und zum Schluss hin haben wir hier statt eines typischen Slashers möchte ich mal äh, sagen noch so ein Torture Porn Film wo die Leute gefangen genommen werden und gefoltert werden und auch da gibt es durchaus ein paar echt coole Effekte zu sehen ja immer nur ganz kurz aber dann sehen die wirklich äh, klasse aus auch das Kunstblut weiß zu überzeugen also von daher wenn man über die <laughs> offensichtlichen Schwächen wie diesen billigen look, uh, look und die billige billige synchro uh, und alles drumherum Sehen kann natürlich die Schauspieler sind auch nicht das Gelbe vom Ei, aber dann bekommt man durchaus den ein oder anderen Schauwert und macht den Film on Halloween von 2020 zu einem Film, den man sich mal geben kann. Allerdings würde ich definitiv nicht mehr ausgeben als die 2 Euro, die ich hier für die Blu-Ray ausgegeben habe. Eine Zeit lang war der Film ebenfalls im Prime-Abo. Ich habe vorhin nachgeguckt, der ist leider nicht mehr im Abo dabei. Dabei. Da kostet die Blu-ray jetzt 10 Euro. Vergesst es definitiv nicht so viel investieren. Warten, bis er mal wieder reinkommt ins Programm oder auf ein Angebot warten für 99 Cent oder so. Dann kann man sich den Film mal angucken. Aber hier, wie gesagt, bitte keine Wunder erwarten. Allein schon vom Look und alles sieht der wesentlich schlechter aus als die anderen vorgestellten Filme hier kurz im Vorfeld. Aber ich finde, der hat trotzdem ein bisschen was und war gar nicht so scheiße wie... Man was ich das anhand dieses ähm, Bildes hier vorne drauf, dieses Frontmotives der Blu-ray vielleicht denken könnte. Ich habe jetzt auf jeden Fall Bock auf Halloween und da geht es ja jetzt dann ins Kino zu Halloween Ends und da werdet ihr dann auch sehr, sehr zeitnah eine Review von mir bekommen. Und in diesem Sinne sage ich danke fürs Zugucken, meine Freunde. Auf bald und Servus.